Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Filmranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Nummer 5. Zunächst mal wollten wir uns einfach nur informieren. Wir sind hier, um einen Flüchtling aufzunehmen. Ja, also wie läuft das Ganze denn dann ab, theoretisch? Ich meine, können wir uns einfach einen aussuchen, oder? Das ist hier nicht das Tierheim, Herr Hartmann. Was machst du hier? Ich wohne hier. Ach echt? Nein, Quatsch. Wir müssen das Leben genießen. YOLO, chillaxen, Mann. Und wer ist dieser Afrikaner, der da dabei war? Das ist unser Flüchtling. Ich bin so stolz auf euch, dass ihr Flüchtlinge aufnimmt. Nicht plural, Heike, einen Flüchtling. Das ist doch vielleicht erst der Anfang. Ihr habt so viel Platz, ja. Nummer 4. Sie war eine Schönheit und hatte dieses Heimweh nach starken, erwachsenen Männern in den Augen. Nach Männern, die zum Töten taugen. Rossini. Sie ist jung, sie ist groß, sie ist blond, sie ist schön. 5 Arme möchtest du haben. Ja, und 3 Schwänze. Ihre Krawatte brennt. Gut. Nur ein Küsschen auf die Wange und schon spielt dir deine Stange. Du gibst mir jetzt deinen Schwanz. Ich kriege ihn schon hoch. Der neue Film von Helmut Dietl. Du erleben wunderbare Nacht. Ich will nichts erleben, ich bin Schriftsteller. Die große, blonde, schöne junge Frau. Die heilige Hure eben. Die Frau, von der wir alle träumen. Genau, und dann mache ich meinen Film. Den super, mega, überhammer. Aber ohne euch, ihr Erbsenzähler. Aber ich bin eine große Schauspielerin, eine ganz große. Interessiert doch keine Sau. Keine Sau. Film ist Krieg, mein Freund. Und dieser Film ist ein Multimillionen-Dollar-Stahlgewitter, bei dem das Blut nur in Strömen fließen wird. Halt den Zug, den du auf die Wiener erwischt. Ich liebe mich zu Tode. Du bist der Einzige, den ich liebe. Oh. Mit wem ist es denn intensiver? Mit Oskar oder mit Bodo? Was hat denn das mit meiner Verstopfung zu tun? Du bist wahnsinnig. Ich warne Sie, ich habe eine Nahkampfausbildung gemacht. Ja, ich auch. Ich habe ein gutes Gefühl. Ein gutes Gefühl. Ich bin die du immer gesucht hast. Siehst du das nicht, du Arschloch? Hey, du Tier. Rossini. Reiß mich doch runter von ihm, wenn du mich so leidenschaftlich liebst. Komm, steig mal ab, da bringt ja jetzt nichts. Oder die mörderische Frage. Habe ich dich befriedigt oder nicht? Sag sie mal. Wer mit wem schlief? Niemals, ich habe niemals mit deiner Frau. Doch, hast du Drecksau. Götz George, Heiner Lauterbach, Gudrun Landgrebe, Veronika Ferres, Joachim Krohl, Hannelore Hoger, Armin Rode, Jan-Josef Liefers, Merit Becker, Martina Gedeck und Mario Adorf als Rossini. Es gibt keine Liebe zwischen Männern und Frauen. Es gibt nur Sex. Und Sex ist auch scheiße. Rossini oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief. Nummer 3. Katharina, Barbara, Thorsten. Die beiden studieren Jura, ich Kunstgeschichte. Sie sind jung, dynamisch, pflichtbewusst. Wir stehen ja hier kurz vor unseren Examen. Wir hatten mit ruhigeren Nachbarn gerechnet. Es ist halt einfach eine total sensible Zeit gerade. Und das sind die Neuen, Anne, Johannes und Eddie. Warum wohnt ihr jetzt wieder zusammen? Es ist lustiger, es ist billiger. Wir können euch nicht helfen. Was meinst du denn? Ja, mal was Schweres tragen, mal zur Apotheke, mal was im Handymenü erklären. All diese Sachen. Wir haben keine Kapazitäten. Haben wir die irgendwie erschreckt? Hallo? Die haben mich erschreckt. Seid ihr nicht auch einfach echt ein bisschen alt für das viele Feiern? Ihr seid die Woche dreimal Treppenhaus putzen. Wir putzen kein sauberes Treppenhaus. Ab jetzt ist Ruhe. Absolute Ruhe. Sonst lernt ihr uns kennen. Ich habe nur 2 Flaschen. Sind die noch von Silvester? Wenn ihr damals ein bisschen flotter gewesen wärt, dann müssten wir heute nicht über Studiengebühren diskutieren. Es war gut damals. 18 Semester Studium. Jetzt fehlt uns das Geld, das wir nicht verdient haben in der Zeit. Keine Sekunde dieser Zeit würde ich hergeben für keinen Betrag dieser Welt. Ich auch nicht. Oh, das sieht ja scheiße aus. Lust auf eine Runde joggen? Thorsten? Wie geht's denn? Wenn irgendwas ist, sag Bescheid, ja? Wer ist das denn? War mir zu laut? Zu nett? Zu alt? Du hattest neulich beim Joggen gesagt, dass wir Bescheid geben können, wenn wir was brauchen. Von oben sind im Arsch. Die gehen nicht einkaufen, nicht arbeiten, nicht in die Uni. Haben wir das damals gemacht? Dann geh mal hoch, dann siehst du, wo der Unterschied liegt.
Mit welcher Systematik gehst du denn da ran? Fang vorne an und hör hinten auf. Du würdest nicht glauben, dass da irgendwo ein Ende kommt. Nee, Moment, stopp. Nummer 2. I wanna take you on my banana boat. I would like to go down the river with your precious love. Männer, der neue Film von Doris Dörrier. Männer. Nummer 1. Rechtsanwalt Leinen wird Fabrizio Collini als Pflichtverteidiger beigeordnet. Haben Sie bei der Polizei schon ausgesagt? Wie lange sind Sie jetzt Rechtsanwalt? Seit knapp 3 Monaten. Du hast einen großen Auftritt vor dir. Nicht zu übertreiben, meine ich. Immerhin hat er Hans Meyer umgebracht. Was? Mattinger. Ich pflege mich ganz gerne nach der Gegenseite zu erkundigen. Ich bin in dieser Familie groß geworden. Hans Meyer war sowas wie ein Vater für mich. Ich verteidige den Mörder von Hans. Du bist doch einer von uns. Du kannst so jemanden nicht verteidigen. Ich habe die Pflichtverteidigung angenommen. So einfach komme ich da nicht mehr raus. Ich würde Ihnen gerne ein Angebot machen. Bringen Sie Collini dazu, dass er gesteht. Herr Collini, warum sagen Sie mir nicht einfach, was passiert ist? Wussten Sie überhaupt, wer er war? Ich weiß, wer er war. Ihre neuen Erkenntnisse, Ihren Trumpf im Ärmel. Lassen Sie es, mein Junge. Sie haben Angst, dass ich die Rolle nicht einnehme, die Sie für mich vorgesehen haben. Ich bringe das morgen vor Gericht. Tu es nicht. Wollen Sie gleich in Ihrem ersten Prozess alle Regeln außer Kraft setzen? Hat er dir geraten, wieder was mit mir anzufangen? Es war damals eine andere Zeit. War es gerecht? Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.